Unser Zuhause. Völlig verwüstet. Oh nein, Splinter. Meister Splinter! Ich hätte diesen Baxter ausschalten müssen, als ich die Chance dazu hatte. Wir dürfen jetzt nicht durchdrehen. Wir müssen die Ruhe bewahren und nachdenken. Ich freue mich natürlich, euch wiederzusehen, aber wo ist Splinter? Das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Als wir nach Hause kamen, war alles verwüstet. Rattenfänger überall, zerstört. Splinter verschwunden. Wahrscheinlich ein Kampf. Aber nun werden wir es uns erstmal in deinem hübschen Heim bequem machen. Na gut, morgen ist auch ein Tag. Gute Nacht, Turtles. Hey Leo, komm mit raus. Lass uns wieder mit dem Training beginnen. Yay! Fußsoldaten. Jetzt werdet ihr sterben, ihr gepanzerten Kröten. TCRI? Aber nein, das ist doch nicht möglich. Leo, guck dir das an. Da. Erinnerst du dich noch an den TCRI-Kanister, April? War das nicht der, der dieses seltsame Gel enthielt, welches euch in Mutanten verwandelte? Wir werden heute Nacht dorthin zurückkehren und das überprüfen. Überprüfen wir noch ein paar Zimmer auf dieser Etage. Leo, sieh! Splinter! Keine Bewegung, Eindringlinge! Wir müssen sie aufhalten, bevor sie Jahre der Arbeit vernichten! Ah, mein kaputter Arm! Oh nein! Das Kontrollpult! Es hat die Translokation aktiviert. Schnell, schaltet sie ab, bevor es... Wartet, halt! Nehmt mich mit! Diese merkwürdigen Kreaturen helfen mir. Wenn auch wohl unbeachtet. Sie ist totes Fleisch. Gehen Sie, General Blanks. Nein! Habe ich die Chance, mit Leo, sieh mal, ein Weg nach draußen. Momentan befindet ihr euch auf dem Planeten Dahmet. Auf dem Territorium der Föderation. Oh, ich vergesse. Mein Name ist Honeycutt. Bringt mir diesen Honeycutt-Roboter. Oh nein, Honeycutt! Er ist unsere einzige Rückfahrkarte zur Erde. Verdammt, wir kommen zu spät. Sie sind schon in der Luft. Kannst du denn sowas fliegen, Donny? Bleibt ruhig, Turtles. Vielleicht bremsen die Bäume ja unseren Fall. Sie schleppen ihn in einen Bunker. Folgen wir ihnen. Der Bunker? Er fliegt? Es war ein getarntes Raumschiff, General. Diese gehirnschwachen Föderierten dachten, sie hätten uns in der Falle. Vielleicht beim nächsten Mal. Geht's nur mir so oder wird das Atmen hier langsam schwierig? Du hast recht. Wir werden hier bald keine Luft mehr haben. Mann, Jungs, da macht ihr aber einiges durch, ey. Ach, na los, ein Heft schaffen wir noch. Ja, okay. Professor Honeycutt, ich freue mich, dass Sie sich entschlossen haben, uns auf dem Kommandodeck zu besuchen. Nun, ich wollte gerne sehen, wohin wir fliegen, ganz abgesehen davon, dass ich auch keine andere Wahl hatte. Sehr schön, Honeycutt. Sie versuchen, Ihre Neugierde hinter Zynismus zu verbergen. Aber ich bin sicher, dass Sie als Wissenschaftler fasziniert sind von unserer Supertechnologie. Ich gebe zu, dass ich Interesse habe, aber weniger an der Technologie als an der Art Ihrer Anwendung. Warten Sie, wenn wir diesen Planeten umrundet haben. Sie werden beeindruckt sein. Auf Andockgeschwindigkeit reduzieren. Visueller Kontakt in 5 Sekunden. Andockgeschwindigkeit? Wo können Sie denn etwas so Gewaltiges andocken? Sehen Sie selbst, Professor. Da. Direkt vor Ihnen. Die Heimatwelt der Triceratone. Großer Gott. Privasis 1. Willkommen zu Hause. Ihr seid zum Andocken bestimmt für Central Bay. Sagen Sie dem obersten Führer Bescheid. Ich werde ihm nach dem Andocken Bericht erstatten. Bestätigt, Kommandant Moser. Und ich bringe den Roboter mit. Erstaunlich. Es gefällt Ihnen, was Sie sehen, Professor? Ich habe noch nicht entschieden, ob es mir gefällt, hier zu sein. Aber ich bin in der Tat sehr beeindruckt. Das reicht fürs Erste. Vielleicht werden Sie bald mehr geneigt sein, mit uns zu kooperieren, als mit den Föderierten. Ich wünsche, dass dieses Schiff neu aufgetankt und geladen wird. Untersucht es auf Beschädigung, inspiziert alle Versorgungseinrichtungen und desinfiziert es. Aber gründlich. Jetzt! Was ist das? Wer sind die? Sind die tot? Sieht so aus, als hätten wir ein paar blinde Passagiere hier. Kann die Spezies nicht einordnen. Scheinen in einer Trance zu sein. Schaffen wir sie raus hier. Und so sehen Sie, Professor Honeycutt,
dass wir dringend eine Waffe benötigen, um der Gefahr Herr zu werden, die uns durch diese Terroristen, durch diese Föderation droht. Wir wollen nichts anderes als in Frieden leben. Und Ihre Transmaterie-Erfindung könnte die richtige Waffe sein, diesen zu sichern. Ich verstehe Sie, oberster Führer San Ramon. Aber ich muss Ihnen sagen, selbst wenn ich diese Transmaterie-Waffe bauen könnte, ich würde es nicht tun. Weder für Sie, noch für die Föderation. Seien Sie nicht so bescheiden, Hanikat. Wir glauben, dass Sie diese Waffe bauen können. Und dass wir Sie überzeugen können, es für uns zu tun. Seien Sie also nicht dumm. Ja, was ist? Verzeihung, oberster Führer. Aber wir fanden etwas in unserem Angriffsschiff, das Sie interessieren könnte. Nun, ich hoffe, es ist wirklich von Interesse, Sergeant. Um was geht es? Wir nahmen 4 blinde Passagiere gefangen auf dem Schiff, das den Flüchtigen von die Hornib hierher gebracht hat. Ihre Rasse ist unbekannt, aber laut Berichten unserer Agenten sollen diese Kreaturen dem Flüchtling geholfen haben, in seinen Bemühungen zu entkommen. Gütiger Himmel, die Turtles. Hier? Wie ist das möglich? Sind das vielleicht Freunde von Ihnen, Professor? Bitte, tun Sie ihnen nichts. Ich verstehe. Nun ja. Gut. Höchste Sicherheitsstufe für die Fremden. Zu ihrem eigenen Schutz. Sie dürfen aber auf keinen Fall verletzt werden. Wartet meine Befehle ab. Wir hören und gehorchen, oberster Führer. Okay, ihr bedauernswertes Gewürm. Wir sind knapp an Zellen. Also werdet ihr alle in diese kriechen. Boah, hier stinkt es. Klappe halten, ihr Maden. Oder ihr könnt euren Panzer abgeben. Weißt du was, du Hornkopf? Da, wo ich herkomme, kennt man Typen wie euch nur aus dem Museum, wo man ihre Skelette ausstellt und sie den ganzen Tag begafft werden. Du wagst es! Also, oh. Guckt euch diesen Dummkopf an, Brüder. Groß, gewaltig und erschreckend langsam. Vorsicht, Ralph. Die haben Waffen. Ja, aber sie sind zu ängstlich, sie zu benutzen. Ja. Aus irgendwelchen Gründen wollen sie uns unverletzt. Okay, der Bursche gefällt mir. Wenn's also daran geht, sie zu töten, werde ich der Erste sein. Aber nun genug mit dem Spaß. Hinein mit euch. Bist du okay, Wolf? Oh, geht schon. Ja. So ein Schlamassel. Die Triceratonen der Republik ist nicht mehr oder weniger verdorben und schwächer als die Föderation. Nun werden sie versuchen, mich zu zwingen, diese fürchterliche Waffe zu bauen. Aber selbst wenn ich es könnte, das Potenzial für Massenvernichtung und Tod in der Galaxie ist zu groß. Ich täte es nicht, selbst wenn es meinen Tod bedeuten würde. Und die meiner Freunde. Etliche Lichtjahre entfernt auf der Erde, in New York, in einer der Seitenstraßen der Stadt, nicht gerade in einem der feineren Viertel, wohnt eine junge Frau namens April O'Neill. Sie ist sehr besorgt wegen der nun schon 2-tägigen und ihr unerklärlichen Abwesenheit, 4 junger Ninja-Kämpfer. Oh, bitte. Bitte lass sie zu Hause sein. Jungs? Hey, Mikey! Leo? Donnie? Raphael? Seid ihr da? Wenigstens einer von euch. Hallo? Sie sind immer noch fort. Aber was soll's? Ich kann es nicht ändern. Die Jungs können schon selbst auf sich aufpassen. Ich stehe nun live direkt vor dem mysteriösen TCAI-Gebäude, das unter strengem Sicherheitsschutz steht, seit vor 2 Nächten 4 Menschen einen blendend hellen Blitz beobachteten, der aus dem Dach schoss. TCRI? Oh mein Gott, das ist doch... Genau da wollten doch die Turtles vor 2 Tagen hin. Im Moment gab es noch keine Stellungnahme von TCRI. Im Gegenteil, sie verweigern jedem den Zutritt. Nach einem erfolglosen Versuch der Polizei, gewaltsam einzudringen, haben sich Türen und Fenster des Gebäudes automatisch mit Stahlplatten verschlossen. Das ganze Gebäude ist jetzt praktisch hermetisch abgeriegelt. Oh nein. Im Moment wird ein Einsatz der Nationalgarde in Erwägung gezogen. Wir halten Sie auf dem Laufenden und werden berichten, so wie sich die Situation verändert. Das war Jim McNaughton live aus Brooklyn für Kanal 6. Oh nein, meine Jungs, wenn Sie noch in dem Gebäude sind, sind Sie gefangen. Was soll ich bloß machen? Was kann ich tun?